Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Sleeping Gods. Wir haben im letzten Teil angefangen, uns dem Tutorial zu widmen, wurden gefangen genommen, haben uns jetzt erfolgreich befreit und haben es zurück auf unser Schiff geschafft. Und jetzt wird uns quasi der Rest des Spiels mehr oder weniger erklärt, abgesehen von den zwei Hauptbeschäftigungen sozusagen, den Herausforderungen und dem Kampf. Damit geht's einmal weiter. At the end of a story and a certain points along the way, you receive rewards and consequences. These are listed in italics and include resources, points, status effects, damage, fatigue, adventure cards, quests and more. Follow all instructions before moving on. Return to the ship means that exploration is over. Pass the captain token to the next player in clockwise order. Den Teil können wir uns schenken, wir spielen alleine. Und das hier heißt quasi, alles was hier in Kursiv geschrieben ist, haben wir jetzt gekriegt. So. Dann wird uns quasi jetzt einmal das Schiff erklärt. So. Das Schiff hat hier oben erst einmal hat zwei Seiten. Eine Seite für 3 und 4 Spieler und eine für uns, für 1 und 2 Spieler. So. Das ändert hier oben ein paar der Zahlen. Ansonsten ändert sich nicht viel. Wir haben unsere zwei ersten Quests. Wenn hier so einen solche Wellen drauf sind, dann sind das quasi Erkundungsquests oder Sachen, die wir machen können. Wenn sie das nicht haben, dann sind es einfach nur Karten, die uns quasi hier unten ein bestimmtes Keyword generieren. In dem Fall Raid Cottage. Weil uns das Buch später fragen wird manchmal, ob wir bestimmte Wörter haben. Und dann passieren andere Sachen. Also unsere ersten beiden Quests sind Raids on Last Hope und Anne's Cottage. So, Mac told us a rumor about red creatures attacking a fishing village northeast of the Zikora trading post. The village may not survive the attacks much longer and needs urgent help. Und Anne's Cottage. Mac is on her way to search the cottage of an old treasure hunter named Anne. Perhaps something there will help us get home. The cottage is near the bridge north of the Zikora trading post. Gucken wir einmal auf der Karte nach. Hier ist Zikoras Trading Post. Hier drüben ist eine Brücke, das heißt, es könnte hier oder hier sein. Für Quest 2. Und für das Fischerdorf, das sieht mir sehr nach dem hier aus, weil ich hier drüben nichts sehe. So. Genau, jetzt müssen wir uns erstmal einen Event-Kartenstapel machen. Und zwar gibt es 3 unterschiedliche Typen. Es gibt milde Events, gefährliche Events und tödliche Events. Und wir brauchen von jedem 6. Und ihr habt sicher schon damit gerechnet. Wir brauchen... Also die Reihenfolge ist natürlich, dass die tödlichen unten sind. Gefolgt von den gefährlichen. Und zum Schluss noch ein paar Milde, damit wir jetzt nicht gleich komplett erschlagen werden. So. Haben wir. So, dann gibt es den Marktstapel. Das ist der hier. Mit den 50 Items, die wir irgendwann mal eventuell finden können. Wir haben Search Tokens. Wir haben hier oben unser Logbuch. Und dann kriegt jeder... Moment. Ja, wir spielen auf Normal, nicht auf Brutal. So, give each player, not each crew member, one command token and one ability card. So, das heißt, wir mischen den jetzt hier neu. Also das und das. So, weil jetzt, solange das hier auf unserer Hand ist quasi, ist uns die Zahl hier oben relativ egal. Wir haben aber hier oben... Moment, ich glaube, das wird sogar gleich erklärt werden. Nicht, dass ich das hier vorwegnehme. Wird das gleich erklärt werden?
glaube schon. Gucken gleich erstmal. So, jetzt gehen wir den ersten Zug einmal durch. Starting with the first player, player take turns in clockwise order. In this turnover you will walk you through two player turns. Each turn follows these four steps also listed on the ship board. Genau. Wir haben hier quasi, das erste ist eine Ship-Aktion, dann dürfen wir zwei Aktionen, Entschuldigung, dann kommt die, dann ziehen wir ein Event, dann haben wir noch zwei Aktionen. Und dann ist der Zug zu Ende. So, Ship-Action. Move the ship action figure to one of the five ship rooms on the shipboard and apply the listed effect. You must move the ship action figure to a new location each turn. Deck and search. This time place a ship action figure on the deck. Gain the specified number of command tokens. This depends on the number of players. Then draw one search token at a time up to three times. You may look at each token before deciding to continue drawing or to stop. Apply any damage shown on all tokens, but keep the rewards from only one token. Und das, was wir kriegen, geht in unseren Vorrat. So. Das heißt, wir sollen unsere Figur oben in das Deck setzen. Dafür kriegen wir 3 Command Tokens. Und wir haben bei 3. Und dann dürfen wir bis zu 3 hier rausziehen. Dann haben wir das. Und wir ziehen einfach noch einen Zug. So. Wir haben keinen Schaden gezogen, das ist nett. Dann können wir uns aussuchen, was wir haben wollen. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns ein Starborn und ein Gemüse. Da haben wir ein bisschen mehr Nahrung. So, ich weiß nicht, ob die wieder zurückkommen tatsächlich. Ich habe das in den Regeln nicht gefunden. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Sinn macht, wieder zurückzupacken. Gut. Dann kommt unsere erste Eventkarte. Spannung steigt. Zogmare Traders. A ship with a green patch sail approaches. Trade. Trade up two fruit for any type. Or raid the ship. Gain one low morale and one grain. Or bid farewell. Ich bin mir nicht sicher, wir könnten theoretisch. Ich glaube, das hier ist besser, wenn wir uns später heilen wollen. Das heißt, ich glaube, wir benutzen die Möglichkeit und tauschen einmal Gemüse und Fleisch in 3. Also insgesamt 3 Getreide, die wir jetzt haben. Okay, damit haben wir das erste Event erledigt. So, jetzt haben wir zwei Aktionen. Perform any of the two actions listed on the shipboard. You may perform the same action twice in one turn. First action, explore. This turn, choose explore as your first action. You may choose to explore any location on the sea region occupied by the ship. This means open the storybook to paragraph 2 and follow the stories, choices and challenges until you are instructed to return to your ship. Genau, das heißt, wir stehen gerade in diesem Feld hier. Wobei, das stimmt nicht. Das ist jetzt hier doof zu sehen, weil das sind ja quasi zwei Seiten. Und die sind natürlich jetzt hier ganz gut zusammen photoshoppt. In anderen Worten heißt es, wir stehen auf diesem kleinen Teil. Hier müssten wir einmal von hier nach hier rüberfahren. Das heißt, wir können die 174 und die 2 uns angucken. Aber das Spiel möchte, dass wir uns einmal Nummer 2 angucken. So. Seafoam winds through a maze of mossy rocks on the cave floor. They brush the heel of a smiling skeleton which sits reclining against an old iron door. Blood red with rust. You find the skeleton against an iron door at the back of a cave. Wir haben jetzt anscheinend 3 Optionen. Search the skeleton. Unavailable if keyword pink. Open the door requires keyword iron. Oder C, wir gehen zurück. Wir haben kein Iron. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist, wir können das Skelett durchsuchen, wenn wir wollen. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen das.
Hat sicher irgendwas Cooles. Das heißt, wir müssen jetzt zu 133. Müssen wir uns jetzt hier einmal aussuchen. So, das einzige Problem ist, es geht halt nur bis 199, bis 99 Seiten. Das Buch hat, wie wir sehen, mehr. So. Das heißt, wir müssen dann hinten halt tatsächlich einfach setzen. A bag falls slack from the skeleton's fingers. You expect to collect it easily, but a snake with a milk pink mouth hisses out and fastens to your hand. You whip it by the tail against the wet wall of the cave. Angriff der Snickers. A snake attacks you as you take the skeleton's bag. Minus one health, gain 4 coins and 1 venom. Gain quest 155, return to the ship. Okay, wir müssen erstmal einen Schaden nehmen. Wir nehmen den Schaden mal auf unseren Arzt. Den guten Gregory Little. Und der kriegt dann auch das Gift. Aber wir kriegen dafür auch insgesamt 4 Münzen. 1, 2, 3, 4. Und sind dann jetzt bei 7 und gehen zurück zum Schiff. Damit ist unsere Erkundung abgeschlossen. Und als zweite Aktion sollen wir Travel nehmen. Genau. Das ist quasi die zweite Aktion. Die anderen sind dann Market und Port. Die sind aber, die können wir nur machen, wenn wir in bestimmten Gegenden sind. So. Choose travel. When you travel, perform a craft challenge. You do not need to use crew for this challenge, but you may place a fatigue token on one of your crew members to add their craft skills if you wish to increase your chances of moving faster. Only one crew member may participate in traveling. So, das heißt, normalerweise können wir so viele mit dazu packen, wie wir wollen, aber nicht beim Reisen, das darf nur einer, der das Schiff dann quasi wohl segelt. Diesmal ziehen wir einfach nur eine Karte und gucken, was wir haben. Eine 1. Das ist gleichbedeutend mit einer 3. Das bedeutet, wir dürften einen einzelnen Schritt fahren. Und wir sollen zu der Region fahren, die 37, 43 und 54 hat. Das heißt, wir fahren nach hier unten. Und das waren unsere ersten zwei Aktionen. Das heißt, jetzt würden wir den Captain Token weitergeben, was wir nicht müssen, weil wir alleine spielen. Und der nächste Spieler oder der zweite Zug würde jetzt losgehen. So. Das bedeutet Rundenstart. Unser guter Gregory kriegt leider einen Schaden. Weil er quasi vergiftet ist. So. Galley. Move the ship action figure to the galley. Dann setzen wir mal unsere Figur um und dürfen jetzt insgesamt 2 Tokens nehmen. Das ist ein guter Punkt, da können wir auch gleich mal nachgucken, ob wir ein Limit davon haben pro Spieler. Nein. Okay. Draw one Ability Card. Und dann dürfen wir ein Ding entfernen. Haben wir nicht erledigt. So, Equipping Ability Cards. At any time, außer wenn wir halt gerade wirklich was machen, without using an action, you may equip an Ability Card to one of your crew. Choose an Ability Card from your hand, pay the listed command cost to the supply, and slide the card under the crew board, with the bottom half of the card showing when you equip a card. That crew member gains the skill shown on the card as well as any ability. In the example to the right, Laurent now has an added skill of 1 strength. He may also use his adrenaline ability whenever it applies. So. August Mine, das sieht doch ganz gut aus. Da kriegen wir nochmal plus 1. Das heißt, wenn wir das an Mac geben, zahlen wir quasi hier oben jetzt die 2. Gehen wir zurück hier in den Pott.
und wir haben quasi zwei Slots. Und jetzt ist es so, dass sie, wenn wir sie für ein Savvy Challenge benutzen, kriegt sie plus 2 bei. Und solange sie volles Leben hat, haut sie quasi mit 5, also mit einem plus 5 Wert. So. Jetzt dürften wir unsere Aktion machen. Die erste Aktion, die wir hier machen sollen, ist den Markt zu benutzen. Dafür brauchen wir auf unserem Feld das Marktsymbol, das haben wir, und diesen Stapel. Und dann dürfen wir insgesamt die obersten 7 Karten ziehen. Oh, das war gar nicht gewollt. Wir haben ihn gerade gesplittet, mehr oder weniger. Aber interessanterweise haben wir tatsächlich 7 Karten gekriegt. Und die dürfen wir uns hier einmal jetzt auslegen. Und dann einmal angucken. Wir sehen, was es ist. Ein Equipment, ein Rezept. Das andere sehe ich hier gerade nicht. Wir sehen auch gleich die Kosten daneben. Und wir sehen den Effekt, den das Ganze macht. Und zwar, wenn wir das jeweils mit unseren Command-Tokens benutzen. So, gehen wir das Ganze mal von rechts nach links durch. Wir haben ein paar Handschuhe, das wir benutzen können, um einmal Block zu kriegen, um weniger Schaden zu kriegen. Ein Gemüserezept, das quasi ein Pendant zu dem hier ist. Ein Ring, mit wo wir besser treffen können. Wir können uns quasi einmal einen ordentlichen Schritt auf der Karte gönnen. Mit, was ist denn das? Inktur Recipe. Das ist eine gute Frage, was das ist. Das muss ich gleich mal nachgucken. Könnten wir uns heilen? Wir könnten hier drüben zwei Savvy mit dem Wayfarer's Gear erhalten. Oder mit dem Erste-Hilfe-Kit könnten wir Weakened heilen, also unsere Leute verarzten. Wir können, glaube ich, kaufen, was wir wollen. Ja. Wir haben 7 Münzen. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns einen Ring für eine Münze. Erste-Hilfe-Kit ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt zu kaufen. Wir haben gerade ein sehr günstiges Repertoire hier. Und um vielleicht ein bisschen schneller voranzukommen, kaufen wir für 4 Münzen. Mist, wir müssen die einzeln reinwerfen. Für 4 Münzen kaufen wir noch den Ofen. Beziehungsweise noch eine Maschine für unser Schiff. So, das war unsere erste Aktion. Dann geht der Rest. Unter den Marktstapel. Und wir werden ihn erst sehr viel später wiederfinden. So, look at your starting quest 1 and 2. Quest cards can guide you to reward finding totems. This turn, choose travel as your second action. Heading north will lead you closer to both of your quests. Perform a craft challenge and attempt to move north to the region containing number 63. Okay, jetzt, wenn das Swoop uns sagt, da oben finden wir beide Quests, dann könnte es sein, dass das nicht die Brücke ist, von der ich es dachte. Das heißt, wir fahren einen Schritt nach oben, beziehungsweise wir machen eine Travel Action, ziehen eine Karte, haben eine 5, könnten sogar 2 Schritte fahren, fahren aber nur einen. So. Hazards. This region contains a hazard. When you move the ship to this region, you either need to complete the Strength 5 challenge or take 1 ship damage. You can choose to skip the challenge and take 1 ship damage. If you fail the challenge, you take 1 ship damage. Okay. Wir brauchen 5, sonst kriegen wir einen Schaden aufs Schiff. Da ich nicht weiß, was gleich kommt, würde ich sagen, wir versuchen unser Glück einfach einmal. Müssen jetzt den Schaden einmal auf das Schiff zuweisen. Und dafür ziehen wir eine an. Also gut, dass die Karte danach kommt. Das ist jetzt eine 6. Dann brauchen wir diesen Würfel. Und dann sehen wir hier oben quasi,
zahlen. Das heißt, unsere Brücke hat einen Schaden gekriegt. Und wenn die quasi komplett abgedeckt sind, dann können wir die jeweiligen Ship-Aktionen nicht mehr durchführen. So. Und damit sind wir quasi am Ende vom Tutorial angekommen. Das waren jetzt... Stimmt nicht, wir haben das... wir haben das Event übersprungen. Moment. Flying Debris. During the windstorm, a tree branch lands on the deck, hitting Kanna. Okay, wir kriegen ein Gemüse. Das ist wohl mitgeflogen. Und unser guter Kanan wurde leider dabei auch erwischt und kriegt dann leider 2 Schaden. So, was wir aber auf jeden Fall noch machen sollten, bevor wir den nächsten Zug machen, wir gehen einmal kurz die Sachen, die hier drauf sind, durch. Action Visit the Port, das ist quasi... die Hafenkarte, das werden wir uns angucken, wenn wir soweit sind. Wir können da quasi unser Schiff restaurieren. Wir können uns heilen und unsere Leute quasi wieder zu neuen Kräften kommen lassen. Und Erfahrungspunkte ausgeben. So. Spending Command Tokens, das sind wir hier quasi. Wir können einmal Karten bezahlen, um sie runterzuschieben. Wir können aber auch die Fähigkeiten benutzen oder unsere Equipment-Karten. Dabei bleiben die aber liegen. Und das werden wir jetzt auch einmal tun. Wir werden 2 Command-Tokens auf unseren Arzt legen, damit er sich selber einmal das Gift runterhält. So. Genau. Und zwar hat unser Schiff nämlich auf der Brücke und auf dem Quartieren dieses... Heilsymbol. Und wenn wir das quasi machen, dann dürfen wir die entsprechende Anzahl an Marken von Karten einsammeln und zurück in den Pott werfen. Und nur wenn nichts auf einem Ding drauf liegt, dürfen wir die passenden Effekte benutzen. Können wir erstmal ablegen. Genau, Questcards und Keywords. Oh, wir haben die eine Questkarte hier vergessen zu kriegen. Quest 155. Ist hier auch schon. Pink. Snake Attack. A snake attacked us as we took a bag of treasure from a skeleton. So, diese Karte würde nämlich jetzt bedeuten, wenn wir nochmal hier ganz schnell zurück zu 2 gehen. Dass wir jetzt das hier, unavailable of keyword pink. Das heißt, wir können das Skelett natürlich nicht nochmal durchsuchen. Und das wird uns quasi symbolisiert durch dieses Keyword. So. Weapon Cards haben wir noch nicht. Gehen wir mal weiter zum Rezept. Rezept ist 30. Wir werden uns quasi die ganzen Equipments einmal erklärt. Und zwar auch genauso, wie ich es gesagt habe. Das heißt, wir legen einen Command drauf, geben das aus und kriegen das. Hier kriegen wir quasi, würden wir 3 Rüstung kriegen. Hier dürften wir gegebenenfalls einen Marker setzen. Und hier bei Ability Card ziehen dürften wir hier vom Stapel. So. Mit den Abilities ist das so, wir dürfen, glaube ich, insgesamt nur 3 Stück auf der Hand halten. Muss ich nur kurz herausfinden, wo das steht. Handlimit, genau, hier. 3 Stück dürfen wir maximal haben. Und wenn wir mehr ziehen, müssen wir sofort abwerfen. So, jetzt nochmal zu den Fatigue-Tokens. Wir können pro Charakter 2 Stück halten. Erste ist okay. Und wenn sie ein zweites kriegen, machen sie im Kampf minus 1 Schaden. Das heißt, je erschöpfter unsere Leute sind, desto schlechter sind sie im Kampf. Und sie dürfen dann auch nicht mehr an Herausforderungen teilnehmen. So, dann gibt es hier nochmal die Skills, das andere ist für Craft, nicht Engineering, aber Perception, Awareness, gut, da lag ich relativ nah dran. Und die Start,
verschiedene Statusse, die sind hier auch nochmal auf den Tokens abgedruckt, das heißt, die können wir überspringen. Das ist nochmal die Erklärung, wie man die einzelnen Sachen komplett macht. Das Ausgeben sind wir auch durchgegangen. Kampf haben wir mehr oder weniger. Ach ja, genau. Beim Kampf kommt noch eine Sache dazu. Und zwar haben wir quasi jetzt eben gerade nur Angriff und Counterangriff gemacht. Weil dann die Gegner nämlich tot waren. Für den Fall, dass wir nach einer vollen Viererrunde hier noch nicht alle Gegner umgehauen haben, triggern die alle ihre Sanduhren-Effekte. Da kommen sicher Gegner, die das haben. Und zusätzlich hauen sie alle einmal drauf auf uns. Also zusätzlich zu den Counterangriffen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Genau. Genau, hier sind immer ein paar Sachen. Was ist, wenn es soweit ist? Das lesen wir aber nach, wenn der Fall auftritt. So. Hier sehen wir quasi, was die Synergy Tokens machen. Das machen wir, gucken wir uns im nächsten Kampf nochmal an. Genau, Active Quest, also da, wo wir was machen können, hat dieses Symbol hier drauf. Und wir verlieren, wenn all unsere komplette Crew auf, also tot ist oder das Schiff 11 eben, also 11 volle 11 Schaden hat. Und wenn wir sterben, weil wir auch normal spielen, passiert Folgendes. Wir müssen hier einmal checken. Wir müssen oben auf unserem Blatt einmal eine Defeat-Box ankreuzen. Zum nächsten Hafen. Und heilen uns entweder voll oder heilen das Schiff voll. Wir müssen dann aber die obersten sechs Events quasi entfernen. So. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist das auch schon alles, was wir jetzt fürs Erste wissen müssen. Das heißt, wir brauchen das nicht mehr. Und damit haben wir quasi das Tutorial abgeschlossen und können beim nächsten Mal das Fischerdorf hier erkunden. Da wir ja da laut Mac auf jeden Fall was finden können. Beziehungsweise, dass ja unsere Hilfe gebraucht wird. So, dann herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.